Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und wenn du ein Fan von Arnold Jacobs und der Chicagoer Schule bist, dann ist dieses Buch vielleicht genau das Richtige für dich. Wenn du mehr Buchvorstellungen sehen willst, dann abonniere den Kanal. Und wenn du mehr Noten und Literaturempfehlungen sehen willst, dann geh doch gerne auf tubalernen.de/noten. Dort bekommst du eben viele verschiedene Literaturempfehlungen, die ich für sinnvoll erachte. So, jetzt aber zu dem Buch, was ich dir heute vorstellen will. Das ist das Buch Basics Plus von Wolfgang Guggenberger. Wolfgang Guggenberger ist Professor für Trompete in Trossingen und hat unter anderem bei Vincent Chikowitz und Arnold Jacobs studiert. Das heißt, er ist praktisch ja, geprägt durch die Chicagoer Schule. Und dieses Buch setzt eben das, was Arnold Jacobs immer wieder gesagt hat, in technischen Übungen eben sehr gut um. Und diese zentralen Ideen von Song and Wind, also praktisch diese Vorstellung von Gesanglichkeit und die Konzentration auf die Luft und auch dieses Voraushören, das ist eben hier ganz gut drin verarbeitet. Das sind, wie gesagt, technische Übungen. Man kann täglich sich verschiedene Übungen daraus heraussuchen. Und diese technischen Übungen sind aber eben mit Spielanweisungen ergänzt. Und diese Spielanweisungen sind der eigentliche Clou an dem Buch. Das Buch hat insgesamt 16 Kapitel. Und da drin sind eben Mundstückübungen, Tonleiterstudien, Luftflussstudien, 2 Kapitel darüber. Dann Entwicklung des Klangsinnes ist ein eigenes Kapitel. Dann 3 Kapitel zu Dreiklängen. 2 Kapitel zu Tonleiterstudien, es gibt eine Intervallstudie, Lippenbindungen, es gibt 2 Übungen für Tonumfang, Lockerungsübungen, gibt es auch 2 Kapitel. Und also das sind praktisch ganz normale technische Übungen, wie man sie eben aus allen möglichen Schulen kennt. Das Tolle ist, wie gesagt, sind die Spielanweisungen. Und zwar ist es so, dass wenn ich jetzt ein Kapitel aufschlage, zum Beispiel hier Kapitel 7, dann sehe ich praktisch immer die Übungen und ich habe hier noch ein Blatt mit den entsprechenden Spielanweisungen zum Ausklappen. Die kann ich praktisch immer ausgeklappt lassen und kann dann praktisch die Übungen noch weiterspielen. Ja, genau. Also die Übung hat praktisch jetzt hier 3,5 Seiten und ich kann praktisch die Spielanweisungen immer ausgeklappt lassen. Und dann sehe ich zum Beispiel Schritt 1, zweite Stimme summen, Schritt 2, zweite Stimme mit dem Instrument, Schritt 3, erste Stimme mit dem Instrument. Und die Stimme 2 ist dann zum Beispiel bedeutend einfacher als die Stimme 1. Und das heißt, du kannst praktisch in der Stimme 2 kannst du dich viel, viel mehr auf den Luftfluss konzentrieren und kannst das dann versuchen, auf die Stimme 1 zu übertragen. Das heißt, das Tolle bei diesen Übungen ist halt wirklich, dass du den Fokus so sehr auf diesen Luftfluss legen kannst und auf die Gesanglichkeit. Und ja, Stimme 1, Stimme 2 habe ich gerade schon gesagt. Das Buch ist eben für 2 Spieler ausgelegt. Das heißt, man kann das alleine spielen. Es gibt praktisch immer diese Anweisungen für Solo und es gibt diese Anweisungen für 2 Spieler. Das ist das Gute an dem Buch. Das heißt, ich freue mich riesig drauf, wenn ich wieder richtig unterrichten darf. Momentan läuft ja alles über Skype oder Zoom oder Jitsi oder sonst was. Und wenn ich wieder richtig unterrichten darf, freue ich mich drauf, dieses Buch zu benutzen und praktisch mit meinen Schülern zusammen zu spielen. Denn dann kann man gemeinsam eben auf die Gesanglichkeit achten. Man kann auch ganz viel an Intonation arbeiten. Man kann auch so an der Klangmischung arbeiten, an der Klangvorstellung. Und so ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes Arbeitsbuch, mit dem man sich wirklich mit Basics, wie der Titel sagt, Basics Plus, sehr, sehr gut beschäftigen kann und vor allen Dingen auf eine sehr konzentrierte Art und Weise beschäftigen kann. Das ganze Buch ist ja ursprünglich von Wolfgang Guggenberger, ist ja Trompetenprofessor für die Trompete geschrieben und das ist jetzt eben die Ausgabe für Bassschlüssel. Und man merkt jetzt in der Ausgabe für Bassschlüssel, dass es natürlich vorrangig für B-Instrumente geschrieben ist. Das heißt, so wie die Übungen drinstehen, würde ich sie praktisch auf dem Euphonium oder auf der Posaune spielen. Für die Tuba muss man ein paar Anpassungen vornehmen. Und zwar ist es so, dass ich für die B-Tuba die meisten Übungen einfach oktavieren würde nach unten. Das ist das eine. Das andere ist, man braucht mehr Atemzeichen. Also wenn ich jetzt vorne reinschaue in die
Hier genau, gibt es zum Beispiel so Übungen mit langen Tönen. Kennen wir ja. Lange Töne können nie schaden. So, und dann sind das hier halbe Noten und dann habe ich eine ganze Zeile halbe Noten, die sollen langsam gespielt werden und mit einem Atemzug. Und das ist schwer möglich, das heißt, als du bist, muss man zwischendurch einfach immer wieder nachatmen. Und dann ist es so, wenn ich jetzt F-Tuba spiele oder S-Tuba oder C-Tuba, dass ich sicherlich einige Übungen nach oben oder nach unten anpassen muss. Die Übungen sind eigentlich immer so aufgebaut, dass ich eine gleichförmige Übung habe, die dann eben auf verschiedenen Tonstufen beginnt. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass wenn ich jetzt mit der F-Tuba spiele, dass ich dann die Übungen eben einfach tiefer beginne, als sie notiert sind und früher aufhöre, als bis wo sie eben oben hingehen. Und mit der S-Tuba dann eben auch entsprechend und mit der B-Tuba, wie gesagt, oktaviere ich eigentlich das meiste. Genau. Ja, das Buch kostet 30 Euro und das verlinken wir euch natürlich auch logischerweise unter dem Video. Und genau, also wie gesagt, technische Übungen mit Fokus auf Song and Wind und eben dieses Voraushören, das ist ganz, ganz wichtig. Also viele Übungen sind auch so gemacht, dass man zum Beispiel erst auf dem Mundstück etwas spielt oder dass man zuerst etwas summt oder singt und dann eben die Übung spielt und zwar erst vereinfacht und dann eben die schwerere Übung. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Konzept. Ich habe damit jetzt auf der B-Tuba zum Einspielen viel gemacht und das ist eine super entspannte Art und Weise, um ins Spielen zu starten. Gerade mit diesen ersten Übungen, diese Long-Tone-Studies, das ist eben wirklich, wirklich gut. Ja, und wenn du ansonsten interessiert bist an so einem Allround-Programm mit technischen Übungen, dann kann ich dir natürlich meinen Videokurs Tonbildung empfehlen. Das ist ein 6-Wochen-Videokurs, an dem du jeden Tag, also montags bis freitags, immer ein Video bekommst. Und da werden eben auch diese ganzen Aspekte wie Bindungen, Tonanstöße und so weiter eben abgehandelt. Und ja, wie gesagt, tägliche Videos, jeden Tag zwischen 20 und 40 Minuten und du hast unbegrenzt Zugriff auf die Videos. Also es ist nicht so, dass die nach 6 Wochen dann irgendwie vorbei wären oder so. Der Kurs ist einfach nur für 6 Wochen ausgelegt. Genau, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal natürlich auch. Und dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss. Hi, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Und für mehr solcher Videos abonniere auf jeden Fall den Kanal. Wenn du keins meiner neuen Videos verpassen willst, solltest du auf jeden Fall die Glocke aktivieren. An dieser Stelle findest du ein Video zum gleichen Thema. An dieser Stelle findest du eine Playlist zum Thema Klangqualität. Und an dieser Stelle stelle ich dir Bücher und Noten und Literatur vor. Du hast die Wahl. Lass uns die Tuba zum Klingen bringen.